Hallo, schönen guten Tag. Dieses Video wird sehr gut. Ich weiß es vorab. Ich mach's mir gerade selber wieder richtig schön. Ich mach Kerzen. Innerlich habe ich so zwei Kerzen an, weißt du? So, das Problem ist nur, ich habe ja damals mal so einen Bericht gemacht. Wir können mal eine Aufnahme reinmachen. Für mich wirklich eins der dramatischen und besten, bestkonzipiertesten Autos auf diesem Planeten ist der Porsche Carrera GT. Genau. Wir haben einen Bericht gemacht. Oder ich damals bei Sport 1, bei Turbo vom Carrera GT. Und das habe ich bis heute nicht vergessen. Das war schon wirklich krass. Glaube ich, ja. Wirklich krass. Er hatte einen sehr, sehr komischen Bart. V10, 5,7 Liter. Bart war sehr lang. Das ist das Geilste, was es gibt. Schäme ich mich jedes Mal. Ich überlege immer, wenn ich jemandem sagen soll, ey, Carrera GT. Und dann zeige ich ihm ein Video, wo ich damit gefahren bin. Und dann bin ich mir, nee, kannst du doch nicht zeigen, weil ich sehe scheiße aus. Weil ich sehe aus wie so ein komisch. So. Habe ich den Carrera GT-Schlüssel da irgendwo liegen lassen? Da! Ja. Leite einmal ein. Du hörst es ja nie, wenn du drin bist. Gottes Willen hört sich das an. Boah. Hallo und herzlich willkommen zu dem Video der Videos. Für diesen Monat auf jeden Fall. Denn jetzt ist Carrera GT Soundtime angesagt. Jetzt dürfen wir wirklich mal durchdrehen. Wo sind wir? Wir haben ja, wir kennen ein, zwei Leute bei Volkswagen und die finden uns ganz lustig. Und deswegen dürfen wir in Eralicin drehen. Die offizielle Teststrecke von Volkswagen, wo Porsche, Audi, Bentley, Bugatti, wo die alle fahren. Wo der Bugatti-Rekord reingefahren, genau. Der Bugatti ist hier den Geschwindigkeitsrekord gefahren und wir haben uns gedacht, wir dürfen hier mal so ein bisschen rumspielen. Und jetzt haben wir hier dieses ganze Gelände für uns, ganz alleine. Ich freue mich sehr. Und ist das der Grund, warum ich mich so mega freue, ist, weil der Peter gerade fährt. Aber ich wollte einmal einen Carrera GT von draußen hören, weil der klang drinnen und draußen in zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich habe gerade schon fast geheult vor Freude, weil dieses Gesäuse und Geheule ist einfach der absolute Wahnsinn. Und jetzt will ich auch gar nicht mehr groß quatschen. Jetzt wollen wir euch einfach nur Bilder und Sounds geben, wie dieses Auto sich anfühlt. Okay, von drinnen und von draußen, von überall. Da kommt er. Der will gar nicht mehr raus. Irgendwie, warum gibt der mir das Auto nicht? So, sollen wir erst drinnen mal fahren? Sollen wir erst draußen gucken? Wir machen einfach, ne? Wir machen einfach. Ich würde sagen, wir holen die GoPro, knallen irgendwo drauf und dann können wir, oder? Ja, ich bin jetzt noch nicht quer gefahren damit. Das machen wir jetzt erstmal. Komm erstmal mit rein. Okay. Hallo Nobby. Hallo. Also die Agilität von dem Carrera GT ist einfach nicht zu toppen. Das Auto ist ja schon wirklich etwas älter. Aber jetzt pass mal auf, Nobby. Pass mal auf. Was man dabei merkt ist, dass ich erwarte, dass hier eine Wippe ist. Weil der Wagen sich so modern bewegt, aber hier ist gar keine Wippe. Weißt du? Ich muss ja wirklich per Hand schreiben. Was muss ich darf. Das ist ein Gedicht hier. Und noch hört ihr ja nicht, das Außenohr schneiden wir das schon mit Außensounds. Ja, können wir eigentlich schon, ne? Ja, ne? Wir machen so einen richtigen komischen Fernsehbeitrag. Weißt du, wo man so schneidet? Boah. Oh. Ah. Ich dreh am Kabel. Darf ich das noch erleben, Leute? Danke, Benjamin. I love you. Das ist richtig scharfer Ritt auf der Rasierklinge.
mit so einem V10-Motor so an der Ecke vorbeizudriften, weißt du? Und man muss natürlich vergessen, wie viel so ein Auto kostet, weil sonst, glaube ich, macht man erst den großen Fehler mit so einem Auto. Du musst halt schon so ein bisschen mit Ruhe fahren, weißt du? Das machen wir gerade. Ja, wir fahren auf jeden Fall mit Ruhe. Mit richtig Ruhe. Oh, guck mal, eine ganz lange Kurve haben die. Die kenne ich noch gar nicht. Was macht Navi? Oh, Ultra. Was stimmt denn nicht mit dir? Ich hab einen guten Tag. Having a good time. Darf ich sagen, dass ich den Chef habe überhaupt? Leck mich am Sack. Was ist mit dir los? Wieso? Was ist irgendwie richtig mit dir? Boah. Was ist das? Alter, das war... Ich werde es von außen sehen. Das sieht geil aus. Richtig geil. Dann machen wir eben ein paar Außenbilder, okay? Okay, machen wir so. Sind wir im Groove. So, ja. Ja, stell ich mal da vorne so hin. Ich stell ein, ich bring dich da hin. Le Mans, 14. Juni 1998. Hier entsteht die Idee einer Hightech-Fahrmaschine mit weltweiter Straßenzulassung. Basierend auf purer Renntechnik. Thank you.
Hallo. Ich hoffe, ihr hattet wirklich Spaß, weil ihr könnt sehen an den Bildern, dass ich es zutiefst genossen habe. Ich habe lange nicht mehr so viel ausgiebig spielen dürfen. Wir haben den Carrera GT mitsingen lassen mit dem Rest des Fahrzeuges, quasi mit dem Lied. Und ich bin auch ganz außer Atem, ich bin auch komplett nass geschwitzt. Ja, Rücken haben wir die aber komplett nass. Ja, komplett nass. Ist auch sehr anstrengend. Aber ich muss auch sagen, danke an Porsche, danke an Volkswagen, danke an alle, weil das ist schon krass. Oder was hast du? Auf jeden Fall. Oh, guck mal, wer da ist. Was ist das denn? Was ist denn da los? Wie machst du das?